Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und bei mir ist das Update endlich mal installiert. Ist eigentlich relativ kurz, nachdem es rauskam. Bei euch ist es halt viel länger jetzt her, weil ich so viel aufgenommen hatte. So, wir hatten ja jetzt eigene Kammer bekommen. Ich habe mal zwei, drei Sachen hier in meine Truhe getan, wo ich jetzt immer drauf zugreifen kann. Was gut in dem Update ist, man kann jetzt speichern und ins Menü. Das konnte man vorher nicht. Man musste immer irgendwie schlafen oder sonst irgendwas, damit er speichert. War ein bisschen doof. Und mal gucken, wie sich jetzt die Performance ändert. Und ich werde natürlich auch versuchen, mal ein Schloss zu knacken. Mal gucken, wie sich das geändert hat. Habe ich noch nicht gesehen. So. Wenn ich jetzt mal kurz gehe. Wir sehen total fertig aus. Und, ja, unser Schwert ist ja fast kaputt, was nicht mal unseres ist. Warum ist denn das eigentlich, das Blut heißt es, dass es nicht meins ist, oder? Keine Ahnung. Und unsere Klamotten. Richtig kacke. Die Rüstung ist komplette Marsch. Also die leichte Polsterung, die Lamellenrüstung und so, das ist, naja, ist eigentlich so gut wie im Arsch. Geht noch, ist aber im Arsch. Und ist übelst viel wert hier, diese Lamellenrüstung. 753, wir haben irgendwie knapp 500 Groschen. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen rumgucken. Nicht da, sondern da. Hauptquest lassen wir jetzt mal kurz beiseite und schauen uns mal ein bisschen im Dorf um. Wir könnten uns zwar hier gucken, was hier noch Questgeber ist, aber hier oben ist ein Schleifstein, Rüstungsschmied und Alchemist. Da wollen wir jetzt einfach mal hin, weil man kann ja auch, glaube ich, am Schleifstein seine eigene Waffe, sagen wir mal, bearbeiten. Mal gucken, was hier so abgeht. Und vielleicht mal einen Trog finden, dass wir mal gucken. Ja, guten Tag. Ich werde schon erkannt, das ist schon mal gut. Das ist schon mal nicht schlecht, weil dann bin ich hier wirklich, hier zumindest in der Stadt, gerade nicht unbekannt. Ich habe mich gewaschen, warum lädt er denn jetzt so lange? Ich habe doch nur mein Gesicht gewaschen. So. Und weg ist er. Wie geht's dir, Heinrich? Ich bin mal weg. So. Einfach mal hier unterhalten. Bürger. Was bist du? Eine Wache, ne? Wächter. Ja, nee, stehen, genau. Hier ist ein da ist der Schleifstein. Können wir die einfach so benutzen? Wollen wir mal testen. Beginnen. Bürgerschwert. Oha. Hilfe. Wenn du deinen Klinge scharf halten und dir Reparaturset sparen willst, kannst du Schleifsteine zum Schärfen benutzen, wie du sie bei jeder Schmiede vorfindest. Nähere dich einem Schleifstein, beginne mit X, blablabla. Die Waffe muss entlang der ganzen Schneide geschärft werden. Mit rechten Stick wählst du die gewünschte Stelle aus. Mhm. Du musst die Klinge im korrekten Winkel zum Schleifstein halten. Ist der Winkel zu flach, wird die Schneide nicht geschärft. Ist der Winkel zu steil, machst du die Schneide stumpf. Hoch und runter. Oh Gott. Kontrollierst den Winkel. Mit L2 hältst du den Schleifstein in Bewegung. Außerdem musst du mit R2 den richtigen Druck ausüben, um die Klinge zu schärfen. Verbraucht auch Ausdauer. Korrektes Schärfen erkennst du an den fliegenden Funken. Quillt jedoch schwarzer Rauch unter der Klinge hervor, beschädigst du sie gerade. Eine gut geschärfte Klinge ist glatt und glänzt. Naja, meine Klinge ist voller Blut. Was ganz schön verpixelt ist. Na gut. Ach du Schande. So. Wie? Nicht gedrückt halten? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, Moment. Okay, so. Ich muss die ganze Zeit treten. Oh mein Gott. Ich sehe keine Funken. Da, da. Sohn des Schmieds. Vollidiot. Wohl er. Kann ich meine Hände schärfen? Oh, Alter, das ist ja nervig. Ist ja kein schwarzer Rauch. Ah, da, das ist gut, das ist gut. Bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt gar nicht. Oh, Ausdauer. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel das Ding jetzt hatte. Ich glaube 43%, irgendwie sowas. Na komm. Eieiei. Warum? Okay. Das ist cool. Das ist schon cool irgendwie. Sollen wir diese Ecke hier noch ein bisschen. Okay, kurz mal ausruhen. Was sei mit dir, Heinrich? Ja, schönen guten Tag. Schau zu und lerne, Schmied.
Von einem Meister. Und gleich zing, geht das Ding kaputt. Sehe ich schon kommen. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Bin mal gespannt. Wir haben Reparieren was erlernt. Und auf 92%. Wollen wir mal nicht meckern, ne? Stärke 43, keine Ahnung, kein Vergleichswert. Ist ja auch nur so ein Burgerschwert, was ich da ja gefunden hatte. Aber, coole Sache. Wir gucken mal ganz kurz hier auf unsere Stufen. Was gibt es hier eigentlich so Schönes? Hätte ich hier eigentlich was gelernt? Speer. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreiten. Ne. Aha, was ist ein Burger? In den Städten und Dörfern sowie in der unmittelbaren Umgebung erhältst du einen Bonuspunkt auf Stärke, Vitalität und Redekunst. Entweder in der Stadt oder in der Natur. Stärker. Verbände sind 25% effektiver. Mhm. Eigentlich ist es ja... Ich weiß es nicht. Gehen wir mal auf Städte und Dörfer. So. Kampf. Oh, wir haben was gelernt. Adalasser, du hast bessere Chancen, deinen Gegner im Kampf und blutende Wunde zu verwenden. Rostige Klinge. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer ist die Chance, deinen Treffer damit... Deinen Gegner damit einen Treffer zu vergiften. Selbst wenn du kein Gift... Ja, das hatte ich schon gelesen. Bin ich eigentlich gar nicht mal. Ja, nee, also ich will ja keine beschädigten Sachen haben. Und das kann ich alles so nicht lernen. Wollen wir mal bessere Bluten. Dass die Gegner eher bluten. So, Schwert, was können wir da unten lernen? Stumpfer Schlag. Ah, das hatte ich schon gesehen. Stechen, Schlagen, Schlag. Wir lernen das. Stumpfer Schlag. So, Jagen. Ja, das haben wir schon mal was. Du kannst Totentieren die Haut abziehen, du kannst erlegten Wildtieren die Innereien entnehmen. Ziehen wir mal die Haut ab. So. Einmal wieder weg. Was ist bei Reiten? Sehr schön. Lastenpferd. Dein Pferd kann mehr tragen, ist jedoch langsamer. Kann nicht mit dem Rennpferd. Dein Pferd ist schneller, verliert jedoch einen Teil seiner Tragekapazität. Kann nicht mit der... Lassen wir erstmal aus. Trinkfestigkeit. Biertrinker. Mit Bier ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist doppelt so stark und macht dich dementsprechend schneller betrunken. Trinkgewohnheit. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit Bogen ist um 2 Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand zittern deine... Ja, ganz toll. Nee, nee, nee. Da sehe ich gerade noch keinen Vorteil für mich. Hauptstufe weg. Stärke. Bollwerk. Gegnerische Angriffe. Schild zu blocken. Ich habe niemals ein Schild. Huckepack. Leichen oder Bewusstlose zu tragen? Nee. Deine Chance, den Gegnern und Clowns zu überwältigen, ist erhöht. Das ist nicht schlecht. Habe ich noch nicht gecheckt. Kannst du die Gesundheit... Naja, das können wir schon. Machen wir das mal. Fest im Griff. So. Schön. Haben wir was dazugelernt. Reden wir mal mit dem Handwerker. Vielleicht können wir auch was kaufen. Was benötigst du? Alles Mögliche. Schade. Okay, er handelt nicht, er ist wirklich nur der Schmied. Ist er extra zu einem Händler für, oder was? Naja gut, wir gehen mal kurz weiter. Du bist eine Händlerin wahrscheinlich, ne? Aber die wird wahrscheinlich hier irgendwo nur Essen oder so ein Kram verkaufen. Ja, Essen, 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 Essen. Habe ich gerade nicht so wirklich nötig. Na gut, du hast bestimmt auch noch Essen. Moment, da mach ich. Schleifstein. Ich suche gerade dieses. Moment. Komm auf die Karte. Geh ja näher ran. Was haben wir denn hier? Ein Schneider? Ein Rüstungsschmied? Da ist die. Hä? Waffenschmied? Wo muss ich denn da hin? Muss ich da rein? Öffnen wir mal. Ah, oh, alles klar. Reden wir mal mit dem Schwertschmied. Gott sei mit dir. Ja, ja. Mal sehen, was hier alles so kostet. 409, ein altes Schwert. Na super. Waffen. Ein Bürgerschwert haben wir.
Edles Jagdschwert. Nee, das bringt mir ja nichts, ne? Nee, das ist ja zum Jagen. Händlerschwert, Jagdschwert, Klopfer, Knappenschwert. Ah, minimale Agilität, die ich brauche, ist 7 und die habe ich nicht. Wahrscheinlich. Oder? Ja. Kriegshammer, Streitachs. Ach du Scheiße, wir müssen richtig was lernen, ey. Nadel. Erinnert mich auf Game of Thrones. Ein Kurzschwert. Schaden. Naja, ist nicht so. Ritterjagdschwert, okay. Schwert des Herodes. Es ist teuer. Seelenschnitzer, Söldner. Ach du Scheiße, wie viele Sachen gibt's denn? Rüstung hat er nichts. Schmiedeset. Ah, okay, nicht schlecht. Wollte mal kurz gucken, Reparatur. Warum ist er gerade so schwer am Abend? Zustand 13%. Jetzt kann er nicht, ne? Das ist. Hä? Für 100? Ich muss hier gerade mal durchschauen. 64%, 90%. 13%. Können wir das hier reparieren lassen? Ah, ist zu kaputt, okay. Und die Lamellenrüstung? So teuer. Wenn das so kaputt ist, geht das nicht. Okay, was ist mit der Kettenhaube? Das geht. Für 33,8. Okay. Das geht wirklich nicht. Na gut, dann machen wir das mal. Wir können sogar noch falschen. Okay, mal gucken. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Na gut. Gehen wir mal auf 30. Sind wir uns einig? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Okay. Wir können es mal 31. Mein letztes Angebot. Nein, nicht mein letztes Angebot. Na gut. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Oh, er kommt mir nochmal entgegen. Ja, komm, machen wir. Da schlage ich zu. So, hat es jetzt repariert schon? Das haben wir überhaupt gegeben. Doch, die Kettenhaube, oder? 100%. Gut. Sehr gut. So, wir müssen mal weiter gucken, wo wir den Herrn. Ich bin im Privatbereich. Entschuldigung. Den Herrn Rüstungsfuzzi finden. Ein Genuss für euch und die Familie. Ja, ja. Hier. Guten Tag, Rüstmeister. Glück und Gesundheit. Ebenso. Übung. Handeln. So, ach, du ahnst es nicht. Schild. Kann ich überhaupt ein Schild schon tragen? Ich bezweifle das gerade. Ich glaube, diese Schilde hier, das ist. Wenn ich das jetzt vergleiche. Ah ja, schon ein Unterschied. Verteidigung vorbei. Ein Schild ist besonders gut für Kampf mit kurzen Waffen geeignet. Obschon es Schilde in verschiedenen Formen und Größen gibt. Ein Dreieckschild. Ist ein Dreieckschild eine gängige Variante? Ein Schild schützt nicht nur, sondern zeigt auch die Farbe seines Trägers und offenbart, ob der Träger adelig ist. Zur Truppe eines Lehnsherrn gehört oder im Dienste der Miliz ist. Keine Ahnung. Ich kann mit dem Schild noch nicht mal umgehen gerade. Rüstung. Okay, ist teuer. Wir brauchen hier aber mal was Neues. Bayerischer Gambeson. Okay. Ich will mal kurz deutsche Beckenhaube. Okay. Was gibt's denn hier noch so? Dunkler sächsischer Gambeson. Ist echt teuer, ey. Die Panzer. Handschuhe. Wir haben keine Handschuhe. 389, ach du meine Güte. Aber Handschuhe wären schon geil. Gucken, was hier noch so gibt. Was sind das so teuer? Plattenbeinlinge. Okay, was ist das? Gefütterte Kurzjacke. Können wir das vergleichen?
Nee, ne? Hä? Oh, wir können das sogar sortieren. Hups. Ich will mal kurz bei mir gucken. Ey, es ist eh kaputt. Okay, ein bisschen Verteidigung hat es. Ich muss echt mal ganz kurz hier ein bisschen prüfen. Das können wir eigentlich auch verkaufen, ne? Auch wenn das vielleicht nichts mehr bringt, weil es so kaputt. Ja. Und das Ding ist auch gut kaputt. Na, da heile ich sogar ein bisschen was. Gut, dann schauen wir jetzt mal. Kaufen, genau. Was ist denn hier ein bisschen günstiger? Ach du Scheiße. Ungarischer Gambeson, ja, der ist 200. Hä, wonach ist denn das jetzt sortiert? Ne, der, hä? Oh, ah, Moment. Ah, wie man nach Preis. So. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir, was wir wollen. Ja, irgendwas brauchen wir auf jeden Fall darunter. Jedenfalls, das ist jetzt gerade wieder ein Njack, aber muss ja sein. Wiegt zwar auch ein bisschen, aber gut. Vom Preis her, joa. Was ist mit dem Ungarischen? 3, 6, 10. 3, 5, 8. Ja gut, dann nehmen wir erstmal das. Zack, in den Warenkorb. So, Handschuhe hätte ich auch gerne. Nehmen wir einfach die günstigen. Okay, sieht doch schon mal besser aus. Ja, da haben wir ja was. Kopf sind wir eigentlich auch gut ausgerüstet. Hä, was ist da unten? Na. Muss mal gucken. Da, gewöhnliches Kettenhemd. Oh, das hätte ich so gerne. Es ist aber zu teuer. Gut, dann ab da wird es sowieso zu teuer. Gehen wir mal Warenkorb prüfen. Falschen. Mal gucken. Ob wir da noch was rausholen können. Sprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Eieiei. Ist das zu dreist? Testen wir mal. Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Der hört sich irgendwie echt zwielichtig an, der Kerl. Ui, der ist aber gut entgegengekommen. Machen wir mal so. Ja, bei angenommen. Dem Betrag kommen wir zu... Sehr schön. Da haben wir mal gut gefeilscht. Und die Klamotten können wir dann auch erstmal, müssen wir erstmal anziehen, wa? Zack. Und die Hand. Ja, geht besser, aber gut. Haben wir mal ein bisschen geshoppt. Das finde ich schön. Wenn ich was als Schneider will, aber gut. Bringst du mir Quests oder was? Nee. Hä? Oben wahrscheinlich. Egal. Guck mal auf die Karte. Was so abgeht. Das sind alles Händler hier, ne? Ja. Die Schenke, da könnte man den Aufgaben gucken. Hier oben ist eine Aufgabe. Und hier ist, begib dich in die Halle zur oberen Burg. Das ist wahrscheinlich die Hauptquest, oder? Aber hier, hier in die Ecke ist doch direkt gleich was. Ein Questgeber. Aktivitätengeber. Gehen wir mal gucken. Warum nicht? Du? Nein. Du etwa? Tatsache. Alex. Reden wir mal mit Alex. Gott schütze dich. Wie behagt dir das Leben in Rathai? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssen. Und ständig sitzt und im Nacken der Bankert. Aber was hilft? Wir können sonst nirgendwo hin. Ja, stimmt wohl. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich. Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen es ausbaden, wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Carpon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt.
Also dachte ich, du könntest helfen. Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Was ist Wildbret? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Razzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Nee. Tut mir leid, aber ich habe schon genug um die... Nee, auf so jagen habe ich jetzt gerade echt keinen Bock. Ich verstehe. Na gut, ich will dich nicht drängen. Aber... Ja, ja, bla bla. So, jetzt hatte ich gerade noch überlegt, wen könnte ich denn überhaupt das... Hirsche verkaufen. Das Geweih, das habe ich doch noch. Hier ist ein Händler. Hier, was handelst du? Händelst du? Gott sei mit dir. So, was hat er denn so? Ein paar Pfeile. Ja. Wundpfeil. Ich finde den Langschreckenpfeil, den fand ich immer recht gut. Alle. Ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Gut, dann nehmen wir noch die Spitzpfeile. Gucken, wie teuer das wird insgesamt. Eieiei. Braune Steppjacke. Nahrung, Questgegenstand, sonstiges. Gut, das gehen wir mal verkaufen. Können wir das Geweih loswerden? Für 32? Ich weiß nicht, ob das viel ist. Egal, in den Warenkorb. Dann wird das alles noch ein bisschen günstiger. Baldrian, Nahrung, nö. Nö, gut, Warenkorb prüfen und Fallschirme nochmal. 67, das könnte man vielleicht auf 60 drücken. Warum nicht? Ja, oder sogar 55. Wie wär's damit? Nur ein wenig mehr ins Geschäft. Ja, dann wahrscheinlich 60. Ja, komm, gehen wir rein. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. Schön, wir haben ein paar Pfeile und dann das Geweih losbekommen. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier mal ein bisschen weiter. Was ist denn hier überhaupt? Was handelt der denn? Mal reden wir einfach mal mit ihm. Konrad Hagen. Gelobt sei Jesus Christus. Was hat der denn? Den gleichen Kram wie der andere. Nee. Ich habe gerade echt Bock, das Kisten öffnen zu probieren, aber wenn ich hier wieder erwischt werde, dann haben wir ja schon wieder Probleme. Sollten wir vielleicht dann mal draußen machen. So, ich überlege gerade, ob ich diesen Stern aufsuche. Oder was? Ist der hier in der Schenke? Jo. Wahrscheinlich der Wirt. Wie geht es dir? Jo. Reden wir mal mit ihm. Gott schütze dich. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Und das ist noch nicht alles. Du bist der Sohn des Skalitzer Schmieds, oder? Der Vogt kann dich sicher gebrauchen. Er hat ein paar Aufgaben für die Skalitzer Flüchtlinge, aber weiß nicht, wer sich wofür eignet. Hat erst gestern deswegen rumgejammert. Okay. Dann wollen wir mal den Vogt vielleicht aufsuchen. Sehe ich das auf der Karte? Oder in der Questlog schon? Das weiß ich nicht. Ja. Sonst mal umgehen wir zu dem anderen Questgeber einfach mal. Da. Ah, er hier. Ach, der Wildhüter. Gott sei mit dir. Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör?
perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Pff, jo. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern in Käfigen. Besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Hallo, Heinrich. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Hm? Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte sie Richtung Vranek. Aha. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranek gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Ach du Scheiße. Kannst kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Ja, ja. Hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Okay. Gut gemacht. Ah, drei leere Vogelkäfige. Jetzt frage ich mich, wie viel Groschen wir für so eine Aufgabe bekommen würden. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal die Aufgabe. Wenn das einmal kurz lädt. Finde die Nachtigallen. Moment, Karte. Ist die Aufgabe jetzt auch als Dings? Hallo? Brauchst aber keine Ladezeit für die Karte jetzt, meine Güte. Warte mal. War das nicht eben hier? Oh, sag mal. Hä? Nee, das ist eine. Moment. Okay, zurück. Wir müssen wohl doch die Questlog öffnen und sie aktivieren, weil wir auch noch andere Dinge aktiviert. Ja. Aktivitäten. Mächtiger Schwert. Ruf der Nachtigall ein. Kannst du drei Nebenquests und Aktivitäten verfolgen? Okay, ja, ist mir egal. Dann mach das mal weg und mach das mal an. Okay, dann suchen wir das grüne A und das ist da hinten links. Okay. Wo komme ich jetzt hier am besten raus? Oben oder unten? Was ist gerade der beste Weg? Es ist beides scheiße. Nur nach unten. Wo ist mein Pferd überhaupt? Ah! Ja, ich hab dich gesehen. So. Keine Ahnung, ob wir hier durchreiten dürfen, aber gut. Das macht's nur gerade ein bisschen schneller. Das fühlt sich aber irgendwie ein bisschen besser an, gerade das Spiel, so seit dem Update. Ich weiß nicht warum. Und da lang. Ich weiß nicht, aber vielleicht können wir draußen ja irgendwo einfach mal testen, eine Truhe zu öffnen. Ich glaube, wenn wir da draußen erwischt werden, ist das jetzt nicht so wild, wie wenn das deinem Dings passiert. Das muss ich mal kurz überlegen. Geh hier oder darüber? Unten rüber. Da kommt schneller. Hier. Dim. Ich würde mal sagen, hier gehen wir mal rein.
Na gut, ich würde sagen, nächste Folge geht es weiter. Dann werden wir mal diese Nachtigall empfangen. Ich reite schon mal da hinten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Bewertung würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.